Servus halt miteinander und welcome back zu Let's Play. Beziehungsweise, ich sag immer Let's Play, ich wollte eigentlich sagen, also Let's Test World of Final Fantasy, oh yeah, und wir sind ein Squad aus Final Fantasy 8, der jetzt auch irgendein melancholischer Spruch ablaut, wetten. I don't have time to shoot the breeze. Das war wieder so klar. Man kennt sie einfach, die Charaktere, man kennt sie einfach. Ja, ich hab schon gesagt, dass es da links weiter geht, da bin ich schon wieder nochmal kurz um. Okay, da geht's nichts mehr. Lauf, Behemoti! Behemöti! Behemöter! Kann ich den umbenennen? Ist glaube ich Spöck, ja? Oh, da haben wir noch so einen Fenrir, vielleicht können wir ja dann jetzt fangen. Vielleicht können wir auch. Was können wir denn? Vielleicht können wir dann erschüttern. Ja, das war wieder so klar! Meine Fresse! Die können wieder nur Aero. Warte mal, Aero. Na, da war auch resistent. Oh ne, das war der Schwachpunkt. Alles klar, alles klar, alles klar. Aber wer hat jetzt Vita können? Irgendwann war doch der Heiler, oder war das im vorigen Spielstand? Das war glaube ich im vorigen Spielstand. Was, ich kann mich nicht irgendeine Leute angreifen? Das ist ja voll für den Arsch. Stirb! Aua! Genau, der Chocobo-Küken hat doch Vita können. Ich muss mal den Chocobo-Küken ins Team. Mann! Muss man den Chocobo-Küken ins Team holen. Kampfstapel. Ja. Ne, warte mal. Der kann Vita, jawohl. Okay, nehmen wir den mit. Achso, natürlich kann ich das ja nur im Kampf einsetzen, ich Trottel. Dann verbrauchen wir doch nochmal Gegenstände. Heilrank. Na, ja, sind fast voll, das passt ja so. So. Oh, da ist der erste Speicherkristall. Oh, endlich. Her damit. Speichern abgeschlossen, jawohl. Was sind die Ruhrverkünder? Den Mira-Tresor. Achso, das ist ja wahrscheinlich ein Lager, wo ich meine Items in die knallen kann. Oder? Oder was ist das? Mirage, dass die ausgewechselt werden sollen. Also, da kann ich, wenn ich viele von deinen Pokémon da gefangen habe, dann kann ich die wahrscheinlich ins Lager knallen. Statuswerte. Nein, nein, das passt ja so. Den nehmen wir mal mit, dann blieben wir mal drauf. Oh, was haben wir da für Viech? Das schaut noch mal ein Boss aus. Das dürfte ein Bosskampf sein. Das wird spannend. Aber zuerst. Schauen wir uns auch was. Da war also ein Trailer drin in der Kiste, das ist ja mal interessant, du. Boah, Nariman, leck mich, leck! Ich hatte Angst vor dem. Kann man den fangen? Natürlich kann man den fangen. Analyse! Eine Wehrmaus? Was, ernsthaft? Nariman, reduziere die TP. Ja, was hast du denn jetzt erzählt?
Machen wir uns wieder kaputt. Scheiß Blutsauger, Wichser. Böser Blick. Oh, wir sind verwirrt. Das ist schlecht allerdings. Jetzt sind wir beide verwirrt. Ja, leck mich am Arsch! Das schaut nicht gut aus für Drain. Das schaut allerdings nicht gut aus für Drain. Ich muss der jetzt sofort einen Heiltrank auf die Birne knallen. Das war gut. Gut, die Verwirrung ist vorbei, das passt. Glück K. Scheiß auf die Wehrmaus, weg damit. Jawohl! Jetzt versuchen wir das Viech zum Fangen. Nein, schon sogar! Wieg dich! Superball, los! Fange! Jawohl. Das dürfte so ein großes sein. Dann kriegt das Drain und kann sie auf dem Riten. Messerschaft Zähne, wenn er grinst. Schrecksekunde. Jo, Fähigkeiten anzeigen, ultimativer Fokus, Dunkelung, Hypnose. Interessant. Aurora, böser Blick, Prankenhieb, Teufelsblick. Das schaut auch nicht schlecht aus. Also so von der Fähigkeiten her. Magieangriff, Magieabwehr. Okay, das ist schon einmal voll das magiebasierte Viech. Ariman, ja, das passt ja so. Was haben wir da drinnen? Nochmal ein Trailer. Oh, Beschwörungstrailer. Wer ist das denn? LOL! Okay, das Viech da in der Mitte ist anscheinend offensichtlich tatsächlich der Endboss. Oder Sabin. Vivis, Lightning. Dreh 4! Hey, wer war das? Da haben wir nochmal den letzten Trailer, zu mir sonst schnell rein. Eisengigant! LOL, er schaut aus! LOL! What the fuck? Leviathan. Man kann auf Leviathan reiten, Mann. Cerberus. Oh mein Gott. Odin. LOL, ich glaube, ich muss mir das Game echt holen. Ich glaube, ich muss mir das Game echt holen. Das ist ja. Das ist. Ja, Mann, die Grafik ist schon komisch und so, aber. Das Spiel an sich ist nicht schlecht, ich muss gerade sagen. Das ist. Okay, here we go. Das gefällt mir eigentlich. Ja, aber jetzt werden wir trotzdem Muster finden, wie das funktioniert mit dem Metamorph-Zug. Well, that ought to do it. All right. Oh, der Ariman hat gelevelt. Der Ariman, den haben wir ja jetzt. Dann wollt ihr eigentlich der. The Rain Gear, Kampfstab, ja. Und zwar als Größe L-Monster kriegt ihr den da. Und da der jetzt ein Level up hat, schauen wir mal, was wir dem beibringen können an Skills. Boah, hat der viele Kugeln. That's what she said. Magieangriff plus erhöht Magieangriff. Böser Blick fügt einem Gegner nicht Elemente an Magician, so verursacht konfus. Aber nicht schlecht. Oh, wir haben 4 FP.
Magieangriff plus plus, TP plus, Rankenhieb, physischen Schaden. Na, das darf er nicht machen, weil der ist etwas halb zu verringert ein wenig die Wirkungsdauer von fußhaften Zustandsveränderungen. Erhöht TP, Präzision plus, entfernt positive Statuseffekte aller Gegner, das ist nicht schlecht. Was haben wir da? Teufelsblick. Fügt einem Gegner Magieschaden zum Versuch. Todesurteil? Willst du mich verarschen? Fügt einem Gegner magischen Windschaden zu. Bann. Ja, schon. Ah, der kann Banner lernen, das ist ja cool. Was? Freies Feld? Ah, da kann man die Samen in die Tour, die wir da gefunden haben. Oh, wieder was gelernt. Okay. Mirabord wurde freigeschaltet. Metamorphose. Erhalte irgendwas. Aber ich muss das auch jetzt irgendwie freischalten. Wo schaltet ihr das denn frei? Aurora? Na gut, kommen wir mal der Reihe nach. Magieangriff plus erlernt. Böser Blick. Achso, kostet 2. Ja, dann beim nächsten Level, was soll's. Also, wir müssen gleich leveln. Gegners? Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Dahinter sind sie. Sauviecher. Yeah, we got this. I guess we're doing this. Ah, die sind so voll nicht der Wert, Mann. Schaut euch das an. Easy going. Alright. So, wie schaut's bei der aus? 3 haben wir. 4 haben wir, glaube ich, gebraucht, oder für den nächsten Dings. Ah, ne, 3, passt. Stabilisator erlernt. So, schalte die Metamorphose zu irgendwas frei. Das kriegen wir beim nächsten Level, schalten wir das frei, da haben wir 128 EP. Und dann schalten wir im Sinne Transformation frei. Ich freue mich schon, bin schon gespannt, was das wird. Wahrscheinlich ist es voll die mega herbe Enttäuschung, weil zu was hat sich Behemoth bitte entwickelt, Günner? Hallo? Das ergibt voll keinen Sinn. Aber wir werden es sehen. Oh, da ist ja Vivi, den kennen wir noch. Jawohl, Gegners. Ja, wir sind voll das starke Team. Das sind ja keine Gegner, das sind Opfer. Ah, stirb, alle tot. No trouble at all. Good job. Habe ich mal einen Stufenanstieg? Nein, das war viel zu wenig. Ich brauche viel mehr. Viel mehr. Wenigstens den anderen FP möchte ich noch, damit ich wenigstens was ich freischalte. Ob es das denn überhaupt der Wert ist. Komm, 6 nochmal. Not interested. Not interested. So geil. Cloud, Mann. Du Opfer. Oh, Clash on the Big Bridge schon wieder. Was haben wir diesmal? Tomberry ist wieder. Gut. Schaut euch das an, Mann. 3 Schläge und tot sind sie. Wenn er jetzt eingeschlafen hat, mit dem ganzen Tower oder was? Sollen wir denn fangen? Ja, fangen wir. Du Sack! Wieso gut, der dauert wieder los, du Saufiech? Das geht's ja nicht! Lass die fangen, Mann! Jawohl, geht doch! Yeah. Ja, vielleicht nur 2 Kämpfe und dann haben wir. Dann haben wir unseren. Unseren Metamorph-Modus freigeschaltet für unseren Behemöter. Genau, das wollte ich irgendwie nachschauen. Warte mal, Mirabord.
Kann ich damit da irgendwo... Ich will dann umbenennen. Oder ist dafür zu spät jetzt? Erlernen. Haben wir noch nicht. Synchronität 10%. Weiß ich auch nicht, was das darstellen soll. Ist das vielleicht von seinen gesamten Skills, die er alle erlernen kann? Wir racen jetzt einfach da nochmal ein bisschen zurück und dann laufen wir den Weg wieder Richtung Final Boss. Aber ich möchte schon wissen, was es mit dem Metamorph-Zug auf sich hat. Bin jetzt gespannt drauf. Solange keiner Küchenmesser verwendet, ist alles in Ordnung. Oh, wollte das Viech nicht eigentlich auch nochmal fangen und leveln? Ich wollte eigentlich ein Dings haben. Ein Morbol. Aber ist wurscht, das probiere ich dann in der Vollversion aus. Bin recht schwer am Überlegen, ob es mir her tun soll. Weil ich find's cool irgendwo. Hallo Refia. Jawohl. Ist das vielleicht der entscheidende Kampf? Oh, das könnte gut ausgehen, sich. Guter Deutsch. Kreuzprügel, Fuchsfeuer. Ah, Fuchsfeuer, ich weiß nicht, das war komplett sehr effektiv. Ah, doch, klar, sogar 250. Was haben wir da noch alles? Irreführung. Fügt einem gegen physischen Schaden zu. Hä? Das hat ihm doch jetzt gar keinen Schaden gemacht, oder? Ah doch, ziemlich viel sogar. Dann... Kreisprügel! Alter Schwede! Der hat aber ihn nicht gefährdet, du. Wieso kann der nicht wieder? Der muss doch... Man muss ihm das auch zuerst beibringen. Aber der hat es doch in der ersten Folge, hat er das doch können, wieso kann er das jetzt um? Scheiß Poco! Oh, der kontert. Gut. No trouble at all! Victory! Fix! Wir sind noch die Besten. Oh, es ist so weit, Lütle, es ist so weit, die Spannung steigt. So, und jetzt kommt die große Enttäuschung, machen euch bereit. Behemoth. So, jetzt will ich freischalten. LOL! Ein Babymoth! Ein Babymoth! Ernsthaft! Das ist... Wie scheiße... Oh, jetzt muss ich wahrscheinlich... Ah! Aber wie funktioniert das jetzt mit der Metamorphose? Ist der putzig? Schon nicht, oder? Ist der putzig? Am Babymod, Mann. Das ist immer die Vorstufe, ich wollte eigentlich die nächste. Das ist schon voll die Verarschung. Oh, warte mal, da kann sich der Babymod vielleicht. Hä? Reiche Stufe 23. Reiche Stufe 23! Was? Nein, ich will kein Mirabord, ich will die Dings. Halt den Babymod, Prisma.
Ja, das hat sich leider irgendwie in die völlig falsche Richtung entwickelt. Was kann der alles denn aufspießen? Das ist nur wahrscheinlich ein Dings an. Warte mal, Meteorstellung. Das ist wahrscheinlich ein Alpha-Behemoth oder sowas nachher. Ich möchte das wieder umschauen, das ist schon voll riesig. Aber ein ein Baby-Mode müsste doch dann theoretisch, müsste dann noch mit der. Da müsste ich nochmal auf den Kopf noch eigentlich setzen können, wenn ich klein bin. Frage ich mich das jetzt mit der Metamorphose. Hä? Ich schnall's gerade nicht. Ich probiere jetzt nochmal Kampfstapel. Mittlere? Auch nicht. Das sind auch nur die. Bestätigen unter Menü. Fertigkeitenmenü. Check's nicht. Stein, okay. Es ist jetzt alles eigentlich uninteressant. Ja, wie das mit der Metamorphose da funktioniert, das hätte mich jetzt noch interessiert. Aber wissen da was? Da haben wir in der Vollversion genug Zeit und Gelegenheit, das auszuprobieren. Wir machen das jetzt auf, versuchen den Boss zum Klatschen und dann haben wir das Sie für das letzte Test, weil ihr denkt, dann ist die Demo sowieso vorbei. Lief eigentlich auch nicht, der ist da vorne. Oh, da guck mal ein Gegner. Was haben wir da? Feins? Thornberries. Ja, die rotzen wir weg, die haben keine Chance. Es sei denn, ich verfehle sie. Oh shit, jetzt sind es verschwier. Das zwiebelt. Stürzkraft vernichtend. Auf! Ha! 182 war jetzt nicht so vernichtend. Ich will eigentlich wieder. Das wird nichts einfallen gewesen. Es wird eigentlich langsam Zeit, mir mal wieder komplett zum Heilen. So schlug ich nämlich alt aus. Oh oh. Ah, okay. Nein, nicht auf der anderen, hat ich gerade geheilt, du Penner, du Blöder! Hey, was hat der jetzt für ein. Was hat der jetzt für ein Anfall, Mann? Gut, was war's? Wir haben jetzt dann noch einen Thornberry um. Dann kann nämlich nur noch einer Küchenmesser machen, das ist gut. Das heißt, er kann nicht beide jetzt in einer Runde vernichten, weil wir nämlich zu zweit sind. Und was bringt Mega Phoenix? Nein, das wollte ich nicht. Megatrank. Hält den Komplette wie alle Gruppenmitglieder. Soll ich dann jetzt raushauen oder ich spare mir dann lieber für den Bosshof? Weil wir haben ja noch über Heiltränke, das glaube ich nicht. So, dann haben wir dann auch noch einen Trank auf dem Kopf. Und dann machen wir den Viecher da gar aus. Oh, ich bin vergiftet.
allerdings schlecht. Sind beide vergiftet, das ist ja noch schlechter. Blieben die vergiftet? Na. Okay, das heißt, Statusveränderungen heilen sich noch im Kampf wieder. Das ist gut zum Wissen. Nein. Na, der macht mal Angst. Ich probier mal fliehen aus. Just kidding. Uh-oh, not good. Das war wieder. Das war jetzt verschwendet. Das war jetzt voll für den Arsch. Wir holen einen Erlöser! Blitzballgott. Wir haben aber nur noch einmal, dann sparen wir so für den Bosshof. Alles klar. Don't bother! Jawohl, es hat funktioniert. Bin noch der Beste. Keine EP. Keine Gil. Ja, was willst du erwarten bei einem Kampf, aus dem geflüchtet bist, Mann? Ist ja logisch, dass du da nichts kriegst. So, Behemoth, renn schneller. Squall massiert sich. Da war doch irgendwas von Metamorphose gestanden vorher. Da steht Options Metamorphose. Oh mein Gott, das funktioniert! What? Soll ich den Entwickler? Der hat 4 AP, 246. Und der Kleine hat 237. Der ist eigentlich... Warte mal. Stärke 24, Geschwindigkeit 23. Der wird sogar. Warte mal, der wird sogar schneller wäre? Lichter und schneller? Ich probiere das jetzt einfach. Ja, mach mal. Ohne Scheiß, wir haben jetzt einen Baby-Mode. Dann kann ich aber wieder zum Behemoth aufrüsten jederzeit. Okay, so funktioniert das. Aber wir können nur mal drauf ritten, weil er zu klein ist. Okay. Kampfstapel. Wir müssen denn jetzt theoretisch aber eigentlich... Wie können wir denn jetzt... Ist das jetzt trotzdem noch ein großer? Hä? Moment mal. Moment mal. Probieren wir das jetzt nochmal mit dem Stapel. Oh, okay, ein mittlerer ist es alles. Was, das hier ist schon euch? Ah, oh, lol. Elementsynergie-Blitz. Interessant. Vollansicht. Ist das süß? Schaut er euch an, lol. Ja, voll mutig. Njom, njom, njom. Ein Baby-Mode. Viel's geil. Jawohl. Jawohl, probieren wir das einmal. Und falls nicht, wir haben gespeichert, dann probieren wir es noch mit dem großen Behemoth, falls der jetzt irgendwie schwach ist oder sowas. Auf in den Kampf, du Viech! Was, finster Kluft? I guess we're doing this. Come on, bring it. What? Was ist die für Kampfküken auf der Schulter? Ifrita-Stapel? Ey, das ist ein weibliches Ifrit? Ernsthaft? Alter, was hat der für geiles Hühnchen da, Mann? Das will ich auch. Was ist das?
Nee, das ist die falsche Richtung, Mann. Ja, dein Chocobo-Küken habe ich auch. Ein Cockatrice, lol. Verwende Eisattacken. Ja, das hätte ich mir fast vorgestellt. Ein Free-Free-Prisma. Ich kann dir sogar fangen. Lol. Lol, ich kann dir fangen? Ernsthaft? Jetzt wünsche ich mir doch, dass ich vorher Eis ausgerüstet hätte. Verdammt. Egal, das Fehler lernt man. Oh, sie taumelt. Jetzt weiß ich, was der Balken da gewesen ist. Der Kampfstapel wurde aufgelöst. Ah, jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Genau, machen wir zuerst den Baby da kaputt. Der Baby da kaputt vor allem. Guter Deutsch. Genau, gehen wir auf die an mit. Na, Fuchsfeuerwehr, blöde Idee. Fuchsfeuerwehr ist auch blöde Idee. Nochmal machen wir nochmal einen Angriff. Aber er lebt noch. Nee, der hat sich wieder zusammengestackt, das ist schlecht. Ah, der macht gar nicht so wenig Schade. Aber das stecken wir noch gut weg. Was haben wir denn da? Irreführung. Probieren wir das nochmal, vielleicht taumelt sie wieder. Na, jetzt hat die Angriffe. Falsche Taste, egal. Elementsynergie-Blitz. Sehr gut. Jawohl. Ich warte nur noch, bis sie Hölleninferno oder irgend sowas zum raushaut. Sollen wir so einen Erlöser holen? Ja, machen wir. Taumel, fall um. Okay, sie ist nicht umgefallen, schade. Machen wir das nochmal mit dem Blitz, das war cool. Jetzt ist sie taumelt, jawohl. Fall um. Was, sie kann Vita? Das ist aber unfair. Dann haben wir sie jetzt um. Jawohl! So, jetzt können wir die Viecher wieder einzeln angreifen, das ist ganz gut. So, dann machen wir. Moment. Ja, Angriff hätte ich gesehen. Uff. Chocobo-Glück. Das ist nämlich der, was Vita kann. Das heißt, die kann sich jetzt nur mal heilen. Und der Cockatrice. Der müssen wir jetzt schauen, dass wir den. Ja, kein Eisangriff, das schießt mir gerade an. Ich hätte mir den Eisangriff ausrüsten sollen, verdammt. Aber ich habe nicht gewusst, was ich mir los. Irreführung auf Cockatrice. Oh, der ist fast hinüber. Ja, beenden wir's. So, damit bleibt nur noch sie und sie kann hallo eigentlich, glaube ich, gar nichts mehr. Sie dürfte zum allzu viel kümmern. Außer für Fehler. Wir können sie fangen. Her damit, ich will Ifrita. War klar. Aber sie ist langsamer geworden. Ja, ist schon blöd, wenn der Konter verfehlt, ha?
Es ist ja wie Pokémon. Scheiß Pokéball, ich will was Besseres, ich will einen Superball. Gib mir einen Superball. Ich will dir. Die Fug, was war das denn? Hä? Oh, jetzt habe ich glaube ich kein Ding mehr. Ah na, die ist aus dem Fangmodus raus. Jetzt sind sie erst. Verdammt, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Nochmal den Stapel auflösen. Die hat nur 73 KP, die ist mit dem nächsten Schlag auf jeden Fall hinüber. Die absorbiert Feuer. Das heißt eigentlich. Das heißt eigentlich müsste sie doch heilen können mit Feuer. Der kann wieder nix. K.O. nix? Wieso können die alle nix, wenn die abgestiegen sind? Das ist ja dämlich. Fuchsfeuer. Müsste eigentlich absorbieren jetzt. Ah, jawohl, so können wir sie heilen. Interessant, interessant, interessant. Stapeln wir die wieder zusammen. Ruf mehr Heilung. Sollen wir nochmal. Ja, probieren wir's. Die soll wieder leuchten, Mann. Ich probiere das jetzt einfach so, ich halte sie nochmal ein bisschen auf und dann griffe ich sie nochmal an und hoffe, dass sie nochmal in den Fangmodus kommt. Müsste eigentlich funktionieren. So, Fuchsfeuer baut sich noch aus. Nein, ich muss sparen noch zwei Runden. Aber die kann nichts, die griff doch nur an, das ist wirklich enttäuschend. Jetzt haben wir dann noch ein Fuchsfeuer raus. Jetzt haben sie heiler damit. Oh, ich hab's verschrien, jetzt gut. Das war ja. Was war das denn bitte für ein Huster? Das hat ja nicht ansatzweise Schaden gemacht, man. 58? Das soll ein Boss sein? Ich bin dezent enttäuscht. Bin gerade sehr enttäuscht. Muss ich das sagen? Wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Das wird ja auch noch schwächer. Ich bin verarscht. Jetzt kannst du Feuer aufs Mal. Ach verdammt, das war die falsche Taste. Egal.
Also irgendwie funktioniert das nicht. Ich weiß nicht warum. Ich scheißegal. Ich bring's jetzt um. Und Gnadenstoß. Hau drauf. Wenn sie leider nicht fangen können, finde ich schade. Oh je, was passiert da alles? So viele Level-Ups. Und das war's jetzt mit der Demo wahrscheinlich. Ja, vielen Dank fürs Spielen. Ja, ganz cool eigentlich zu der Erscheinung. Es braucht am Anfang, wie ihr gemerkt habt, ein bisschen zu Minika. Es sei denn, ihr seid nicht ganz so verpeilt wie ich, dann sind ihr da vielleicht ein bisschen schneller drin. Jedenfalls, ja, ich meine, das Grafikdesign ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mirage Keepers? Me and Rain? Those the marks on your arms are proof. You were born to work the miracles. The prophecy says that the giants from the hills will collect 4 keys and mount the very heavens, Koopa. Let me introduce the giants from the hills. Something here is not right. Something about you. Can you not see it? That mirage with you has been corrupted. I think you got the wrong idea there, pal. Bards! I have awaited this day 1,000 years. Did you just add a digit? What fiends? They must be desperate to take this realm away from me. Lucky for you, I would be delighted to take it off your hands. You better not even think about it. Don't you dare lead us down the wrong path. You have our mom, right? Give her back! Accept it? I will not! It's all my fault that these freaks have ruined Grimoire. I have to pay for it all! You have to stop. You mustn't fight. I know you want to, but you simply can't. Mom! Why did you have to? Why? Ja, speichern wir mal. World of Final Fantasy. Ich schau noch kurz, wo wir da jetzt spawnen. Okay, wir sind in einem Fall wieder da. Haben unsere Levels dazu gekriegt. Und könnten jetzt theoretisch wieder spielen. Wer machen wir das machen? Oh, warte mal, da kann ich umbenennen. Aber ich will. Ich will doch nicht meine Charaktere umbenennen, ich will meine Viecher umbenennen. Wieso war das denn? Naja, ist ja wurscht. Jedenfalls, ganz interessante Demo. Also, es ist auf jeden Fall ein gelungener erster Eindruck vom Spiel. Was ist halt schon, wenn sie es. Keine Ahnung. Was ist? Soll es mal holen? Soll es mal nicht holen? Da euch ein LP davon interessiere oder ändern, können Sie in die Kommentare schreiben, vielleicht erleichtert mir das Entscheidung, ob es mir hört oder nicht. Was ich mir auf jeden Fall hört, wie ich Ende nächsten Monat Final Fantasy 15. Wir haben vorgenommen, fürs 15er dann direkt das LP eigentlich komplett als Livestream zum Hosten, weil ich keinen Bock habe, das Spiel zuerst aufzunehmen und danach das separat nochmal zum Rendern und nochmal aufhören zum Laden. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich es eh schon spiele, mache ich einfach einen Livestream, dann bin ich halt einfach wieder lang dran zum Spielen und es wird dann halt Videos geben, die von mir aus 2,5 Stunden lang sind oder so, das ist halt dann ein Toll. Aber es ist gut neu außer das Game, ich will es unbedingt spielen, ich habe keine Lust jedes Mal wieder Pause machen zu müssen, damit ihr das alles rendern muss, über den Zeitmaschnitt und so. Das ist brutale Hufe Arbeit eigentlich. Das kriegen die ja alles nur nicht mit.
Drum wäre meine Idee halt gewesen, wenn sobald das Spiel raus ist, ich hol's mir, ist eh schon vorbestellt, und dann mache ich direkt einfach einen Livestream, dann können da, ich werde dann ankündigen, per Screenshot einfach den Sender auf meiner Live-Page auf YouTube, wo, also wenn halt der nächste Stream angesehen ist und ungefähr zu der Zeit wird der Stream einfach gestartet. Und für alle, die halt nicht beim Stream live dabei sein können, macht eigentlich auch nichts, weil die Videos ja sowieso gespeichert bleiben. Also ihr könnt es danach halt als Playback jederzeit nachholen zum Anschauen, wenn ihr es nicht live anschauen wollt. Es ist nur für mich einfacher zum Aufnehmen, weil es gleich aufgenommen wird während dieses Spiel. Also es wird ja gleich aufgeladen während des Spiels. Und das nimmt man, das erspart mir eigentlich fast die Hälfte von der Zeit, was ich sonst hätte. Naja, egal. Nur geredet, danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr euch ein LP davon vorstellen könnten von mir. Und ja, dann geht's nachher noch weiter mit Uncharted. Der 2er werden wir auch noch fertig spielen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im Anfang von den nächsten Videos wieder. Danke fürs Zuschauen, schönen Abend noch und bis dann. Ciao, ciao.